Assassin's Creed Syndicate. Es geht los, meine lieben Zockfreunde. Ein neues Assassin's Creed ist draußen. Und ich habe mich natürlich nicht wieder lumpen lassen, es euch zu präsentieren. Und wie immer wünsche ich euch viel Vergnügen bei meinem neuen Ich zocke, ihr schaut zu, Assassin's Creed Syndicate. Los geht's! Die Geschichte ist ihr Spielplatz. Abstergo. Hallo Novize. Vor kurzem begann die Forschungsabteilung von Abstergo einige neue Projekte in London. Wir wissen beide, wenn Abstergo aktiv wird, dann haben die Templer etwas vor. Wir glauben, dass sie einem neuen Eden-Splitter auf der Spur sind. Ich habe Leute in London darauf angesetzt. Bishop, Jacob und Evie Fry sind Zwillinge. Wie geil ist das denn? Apropos, mach die Kameras fertig, Bex. Ich habe ein Bild. Wann schickst du die Daten? Sind unterwegs. Das ist eine Menge. Ich werde sofort die Novizen drauf ansetzen. Du siehst komisch aus mit einer Waffe. Noch eine kleine Wanze anbringen und dann mal sehen, was sie uns zeigt. Ich hab was. Isabelle Ardon hat hier eine Verabredung mit irgendwem. Da steht nicht wer. Da steht nicht mit wem, Rebecca. Aber es ist wohl Bishops Job, das rauszufinden. Moment, euer Auftrag lautet, findet Infos zu einem Eden-Splitter in London. Haben wir. Und jetzt würde ich gern das neue Spielzeug probieren. Es gefällt mir nicht, wenn die beiden vom Plan abweichen. Nun ja, wir können nur tief durchatmen und weitermachen. Du suchst nach dem Edensplitter in den Erinnerungen von Jacob und Evie Fry, Assassinenzwillinge aus dem viktorianischen London. Der erste Satz Erinnerungen wurde heruntergeladen. Viel Glück. Bruder George. Es kam wie befürchtet. London ist gefallen. Dreimal schrieb ich dir und bat um Hilfe. Dreimal hast du geantwortet mit Schweigen. Und doch schreibe ich dir erneut, so verzweifelt bin ich. So wenige Auswege sehe ich. Ich brauche dich. London braucht dich. Du würdest sagen, die Aufgabe ist zu schwierig. Oder dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Zu Geduld würdest du mir raten. Doch während du wartest, festigen die Templer ihre Macht. Sie haben einen neuen Großmeister gewählt. So skrupellos, so gründlich, dass man meinen könnte, Reginald Birch selbst sei zurückgekehrt. Sein Name ist Crawford Starrick und er will die ganze Welt beherrschen. Es gibt keinen Bereich der Gesellschaft, den er nicht kontrolliert. Keine Industrie kann sich seinem Einfluss entziehen. Bei Tage sind es gewissenlose Händler und korrupte Politiker, die bei ihm Hof halten. Und des Nachts verbreitet eine berüchtigte Straßengang namens The Blighters Angst und Schrecken in den Herzen der Bevölkerung. Es gibt kein Geschäft, das er nicht vergiftet, keine Person, die er nicht missbraucht hätte, sei es durch falsches Spiel oder rohe Gewalt. Und zusätzlich hat unser Feind es auch noch auf das höchste aller Ämter abgesehen. Und während du dich nach innen wendest, darf ich wagen, es zu behaupten, aus Angst wendet sich Crawford Starricks Ehrgeiz neuen Ufern zu. Zu Ländern und Kontinenten, die bislang unbesiegt waren. Nicht mehr lange, denn er weiß, wie ich es dir sagte, wieder und wieder und wieder, wer auch immer London beherrscht, beherrscht die Welt. Hier wird das Eisen verladen. Der Templer, der hier das Sagen hat, ist Rupert Ferris, unser erstes Ziel. Nummer zwei ist Sir David Brewster.
der in den Besitz einer Sache kam, die uns in diesem Krieg ruinieren könnte. Denkt ihr beide, ihr schafft das? Was für eine Frage. Oh, richtig. Mein Fehler. Meine Damen und Herren, die unaufhaltsamen Fry-Zwillinge. Erleben Sie sie allabendlich im Covent Garden. George, ernsthaft, ich habe mir die Laborpläne angesehen und kenne jeden Weg. Und ich habe alles, was ich brauche, hier bei mir. Ich richte Ferris deine Grüße aus. Später, George, wir müssen den Zug erwischen. Jacob! Evie! Möge das Credo euch leiten, ihr Galgenstrecke. Armer Kerl, noch ängstlicher als sonst. Die Zeit war nicht gnädig zu ihm. Evie Fry, woher hast du das nur? Vom selben Ort wie du, Jacob. Viel Spaß. Stirb nicht! Rupert Ferris. Eine riesige Fabrik. Dauert das doch lange oder geht's hier bald weiter? Er hält die anderen von der Arbeit ab, stopft ihm das Maul und repariert die Maschine und bringt mir Laudanum für meinen Kopf. Nur ein wenig Geduld. Okay, so wie es aussieht, müssen wir hier durch. Zack. Schwuppdiwupp. Die Steuerung ist gleich geblieben. Komm ich hier hoch? Na gut, dann nehmen wir halt die Tür. Abgeschlossen. Was glaubst du, was du da machst? Ja. Aufhören, bevor wir Ärger kriegen! Also gut. Niemand kommt rein oder raus, außer es gibt ein Problem. Ich halte die Maschinen an, die Tür öffnet sich und ich habe einen Weg zu Ferris. Ist klar. Klingt nach einem Plan. Halten wir die Maschinen an. So, Sabotage. Was denn? Höp. Okay. Hier hoch. Wir müssen noch mehr sabotieren. Kein Problem. Lassen wir ein bisschen Dampf ab. Hey, was ist? Geh mir aus dem Weg. Und noch mehr Sabotage. Wir sind erledigt! Bringt das in Ordnung! Bevor die Terror schaut sich unsere Köpfe! So. Was soll denn das? Die Tür ist offen. Er ist dafür verantwortlich! Nicht wir, Sir, ich schwör's! Er sagt die Wahrheit! Dafür lasse ich euch am Schornstein baumeln! Hey, schrei hier nicht so rum! Wer bist du? Der Hygienebeauftragte. Dieser Mann ist tot. Du bist der tote Mann. So, bin ich das? Du bist so gut. Okay, komm. Komm! Ich verpass dir ein paar. Zack. Und gute Nacht. So, der nächste bitte. Greif an. Zack. Eine in die Niere, eine in die Fresse. Und... Nochmal! Das war nicht sehr nett! Naja. Probieren wir es damit mal. Komm her! Deine Verteidigung ist Mist! Oh. Weg mit deiner Verteidigung, damit ich dir die Fresse polieren kann! Zack! Entschuldigung. Will sich noch jemand mit mir anlegen? Nein, wollt ihr nicht? Dann geht mir aus dem Weg, los!
verschwendet. Wow, der neue Assassine gefällt mir schon jetzt. Hey, echt. Wo auch immer er stecken mag. Ich muss noch etwas weiter nach oben. Alles klar. Dann machen wir das doch mal. Sehr schön. Okay, auf den Kran. Nur nicht runterfallen. Sehr schön. Gut. Mal überlegen. Nein, R2. R2. Und... ja! Wow! Ah, Gegner, die sie sehen, aha, schöpfen Verdacht. Bla bla bla, ja, so wie immer halt. Ja. Oh, das wird hier noch... Als Maul! Man kann ihn sogar tragen. Plündern und tragen. Dumm die dumm, dumm die dumm, dumm die dumm. Komm mir nicht nochmal in die Quere. Oh, wow, wow! Immer langsam, Kumpel! Du willst dich doch nicht mit mir anlegen? Scheint doch! Idiot. Was hast du denn dabei? Danke. Ein paar Wurfmesser. Okay, weiter. Geh mir aus dem Weg. Ich hab's eilig, Mann. Nöp. Aus dem Weg, verdammt. Aha. Jetzt kümmere ich mich um dich. Ja? Willst du dich um mich kümmern? Finde ich aber nett. Kümmere dich lieber um deine Bauchverletzung. Und weiter geht's. Wupp! Und tschüss! Da bin ich! Habt ihr ein Geschenk mitgebracht? Oh oh. Vielleicht beruhigst du dich, wenn ich dir die Eingeweide rausgerissen habe! Oh, versuch's doch! Zack! Na komm her, Messerstecher! Zack! Und gleich nochmal! Ein auf die 12! Und... Arm gebrochen und hingelegt. So kann's gehen. Solltest dich nicht mit mir anlegen. Kette. Mal gucken. Öffnen wir das Tor. Und was ist hinter Tor Nummer 1? Klar. Dann gehen wir in den Schleichmodus. Wie wär's mit werfen? Werfen. Zack. Gleich nochmal. Zack. Das war's. Shh. Mach nicht so einen Lärm. Mach doch nicht so einen Lärm. Das soll doch keiner bemerken hier. Das sieht wirklich ein bisschen verdreht aus und schlimm, aber das ist ertragbar, glaub mir. Kann ich auch wieder pfeifen? Pfeifen wäre nicht schlecht. Nein? Na gut. Dann ebenso. Zack! Halt's Maul! Leg dich hin. Ihm ist schlecht. Gut, 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 gut. Psst. Euch passiert doch nichts. Schnell hinterher und ausgeschaltet. Ey! Wo steckt der jetzt? Da drinnen oder was? Nein, weiter oben. Also gehen wir auch hoch. Huh?
Hi! Als Maul! Lass das kleine Brotmesser stecken! Und küss mein Knie. So, hast du noch ein Messerchen? Danke! Wo ist der denn? Da drüben also. Okay. Hup. Rüber. Watch. Wir werden euch Kinder schön einreiten. Gut, schön leise. Na, Kleiner, was hast du denn da? Nettes Spielzeug. Kann ich die Tür nicht öffnen, oder was? Oh, was ist das denn? Na gut, dann machen wir es halt so. Yep. Okay. Los, an die Arbeit! Gehen wir weiter. Eure Familien zählen auf euch. Echt eine Sauerei, wie die mit den Menschen hier umgehen. Okay. Wo ist denn jetzt Ferris? Steckt er etwa hier? Rupert Ferris Büro. Sehr gut. Mr. Ferris, der Knabe aus der Fabrik sollte vom Apotheker verbunden werden. Gut, aber kürzt ihm den Lohn. Ja, Sir. Ein langer Weg. Es wird Zeit für die Endabrechnung, Mr. Ferris. Genau. Die Endabrechnung. Okay. Schauen wir mal, ob wir ihn schnell fertig machen können. Da ist er. Schön leise. Den einen oder anderen verschwinden lassen. Oder vorbeischleichen einfach. Komm schon. Durch. Sieht uns keiner. Das Ding. Was will der denn hier? Hey, Kumpel! Komm her! Oh shit! Na komm! Ah, aua! Verdammt nochmal, Leute! Schnauze! Auf dem Boden! Und jetzt kommt dein Bruder dran! Au! Ah, jetzt reicht's aber! Komm her! Komm schon! Ihr habt ja gar nichts drauf! Sehr gut. Einer muss sich um ihn kümmern. Oh oh. Einer muss sich um ihn kümmern. Bist du der eine? Dann komm und hol mich. Wo ist der hin, hä? Vielleicht ist er hier. Hey, wo willst du denn hin? Gesell dich zu deinen Freunden. Gut. Naja, der Stealth-Aspekt ist ein bisschen zu niedrig geraten hier, also. Aber es ist bestimmt schon möglich. Naja, geh nur gucken. Guter Junge. Hopp. Na Jungs, habt ihr schön gespielt? Ich spiele auch immer Assassine. Ah, ich bin zurückgelaufen, ich Depp. Gut, dann laufen wir wieder vor. Das ist also der Weg zurück. Es gibt also verschiedene Wege. Interessant. Gut. Hopp, 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 hopp. Rüber. Schön die Rohre entlang. Zack.
Sehr schön. Da ist der Eingang. Unten läuft einer rum. Scheint nur der zu sein. Hey, hey! Ich brauchte eine weiche Landung, sorry. Jetzt zu Ferris. Material zum Bau mehrerer neuer Züge liefern wird. Dafür erwarte ich den Ritterschlag. Nein, schreiben Sie es nicht. Ich hoffe, dass Sie diese Neuigkeit zufriedenstellt. Ich erwarte Ihre Anweisung. Ich verbleibe, bla 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 bla. Rupert Ferris. Schicken Sie das an Mr. Starring, Miss Stone. Wie geht es eigentlich Ihrem Vater? Ich hoffe, der Arzt, den ich geschickt habe, hat ihm zu einer schnellen Genesung verholfen. Ja, Sir. Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar wir sind. Na, na, Sie müssen mir nicht danken. Sie und alle anderen hier im Büro liegen mir am Herzen. Lassen Sie mich wissen, wenn ich sonst noch irgendwas tun kann. Okay. Du könntest mir einen Gefallen tun und sterben! Na komm! Na dann, los! Zeig mal, was du drauf hast! Oh. Oh. Verdammt nochmal, warum hat der Attentat nicht funktioniert? Egal. Ich verprügel dich ein bisschen, bevor ich dich umleg. Was war's? Das ist erledigt. Oh. Und was hast du erreicht, Bursche? Ein loses Rad in Starricks Getriebe. Ein großes zwar. Doch das reicht nicht. Euer Großmeister wird fallen. Ihr Assassinen könnt um London kreisen, so viel ihr wollt. Der Apparat, den wir erbauten, hält euch schon seit 100 Jahren stand. Und hält noch 1000 weitere. Er ist die gesamte Stadt an sich. Wir werden euch London entreißen. Von Croydon aus? Du versteckst dich im Schatten, wie ein Feigling. Ich bezweifle es. Blut für den Beweis. Okay. Moment. Hat er irgendwas dabei? Nein. Ich fand das jetzt irgendwie voll blöd, dass man den jetzt nicht so richtig leise ausknipsen konnte. Naja, egal. Verlassen wir das Industriegebäude und gehen raus auf die Straße. Der Assassine tötet ihn! Höp. Entschuldigung, muss einen Zug bekommen! Höppa! Oh! Oh! Uhu. Was? Wow! Hey, 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 wer wird denn hier gleich rumschießen? Lass die nicht zu Atem. Ja, ja, kommt nur her! Wer will vom Zug fallen? Du vielleicht? Ciao! Na komm, zeig, was du drauf hast. Vielleicht ein bisschen schneller sein. Pass auf! Stolper nicht! Ach, herrje, da sind ja noch mehr. Kein Problem. Nein, nein. Na, komm her. Verdammt nochmal! Egal, muss dein Kumpel erstmal runterschmeißen. Verdammt nochmal, jetzt reicht's aber. Immer langsam. Hinten anstellen. Zack. Bye bye. Und du auf dem Boden mit dir. Na super. Habt ihr die Hosen voll, Jungs? Wir haben die Weiche umgestellt. Oh oh.
Oh, Scheiße! Fuck. Tja, da gab es wohl einen außerplanmäßigen Halt. Sehr geil. Okay, nach unten klettern. Wow! Okay, nicht so schnell. Uah. Langsam. Oh, okay. Sprung! Ah. Oh, oh. Abwärts! Oder auch nicht. Okay. Hier brennt alles. Oh. Hopp! Hopp! Geschafft. Fest im Boden. Nein. Nein. Nächstes Mal gehe ich zu Fuß. yeah! Sequenz 1 abgeschlossen. Nicht schlecht, aber leider haben wir unser Ziel nicht leise eliminieren können. Warum auch immer. Wir haben jetzt einen Novizengürtel dafür bekommen. Cool. Alles klar. Weiter geht's.